Moin moin liebe Leute, heute möchte ich mal ein praktisches Tool zeigen, nämlich eine magnetische Messerleiste für folgendes Problem. Wenn ihr auch diese vollen Schubladen habt hier mit jede Menge Messern drin, was ja nicht so ganz ungefährlich ist, wenn man da reingreift, dann guckt euch das Teil mal an. Das bauen wir da gleich mal an und viel Spaß. Die Messerleiste besteht aus zwei Teilen. Einmal diese Messerleiste an sich mit Silikon überzogen. Das ist so eine Metallstange, hinten Plastik, vorne Silikon. Und einer Edelstahlschiene mit zwei Löchern. Die könnt ihr ranbohren mit 6 mm oder auch kleben. Also für Leute, die nicht bohren möchten oder sich da hinten was kaputt machen möchten, die können das auch kleben. Da ist so ein Klebestreifen bei. Das ist kein Problem. Ich bohre immer sowas gerne. So, und jetzt kommt das Teil einfach hier so drauf. Ist selber natürlich magnetisch, darum hält das hier bombenfest fest. Und jetzt könnt ihr eure Messer daran klipsen. So, das mache ich jetzt auch nochmal. Jetzt hole ich mir mal die Messer hier raus und mache die einfach daran. Hält bombenfest. Auch hier so ein Hackebeil. Kein Problem. Schere kommt auch noch dazu. So, und da haben wir es. Jetzt habe ich erstmal Platz hier wieder in der Schublade. Ein paar Messer sind noch drin, da überlege ich mir was für, aber die großen, die hängen jetzt erstmal hier. Man kann das Ganze noch erweitern, das heißt, man macht hier eine zweite Schiene ran und das finde ich echt praktisch. Insofern wollte ich das mal vorstellen. So, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne den Kanal, gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben und ich sage tschüss.